Caritas-Werkstätten in Trier können sich erneut über eine Kooperation mit dem Studiwerk freuen. Erstmals werden die Caritas-Mitarbeiter die komplette Inneneinrichtung für 72 Wohnheim-Apartments erstellen. Das Auftragsvolumen über 300.000 Euro. Jetzt wurde der entsprechende Kooperationsvertrag im ersten Enercase-Musterzimmer unterschrieben. Vom Rollschreibtisch, übers Hochbett mit Einbauschränken und Staufächern bis zur kompletten Einbauküche reicht die Ausstattung. Ein variables Raumkonzept mit einer optimalen Ausnutzung der rund 20 Quadratmeter großen Wohn- und Arbeitsfläche steht dabei im Mittelpunkt. Die komplette Möblierung in 3 unterschiedlichen Farbvarianten und 8 barrierefreie Wohnungen sind geplant. Ein besonderes Projekt für die Caritas-Werkstätten in Trier. Das ist ein Riesenauftrag für uns, mit dem wir in der Lage sind, hier als Caritas-Werkstätten für behinderte Menschen unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Im September begannen die Planungen zu dieser gesamten Anlage und wir konnten hier in enger Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk dann dieses Zimmer hier raus entwickeln und sind dabei, jetzt im Moment die Detailplanung und Produktionsbeginn in die Wege zu leiten. Seit mehr als 9 Jahren realisiert das Studierendenwerk der Universität und Hochschule Trier sehr erfolgreich gemeinsame Projekte mit den Caritas-Werkstätten in Trier. Im September 2014 sollen alle 72 Inneneinrichtungen für das neue Wohnheim Enercase auf dem Campus 1 fertig sein.